Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video von uns. Wir wollen heute ein Bananenbrot machen, weil wir haben noch 3 schön reife Bananen. Die werden wir verwenden. Wir machen das Ganze low carb und glutenfrei. Habt ihr ja eben schon in meinem kurzen Vorspann gesehen, wie es aussehen wird. Jetzt kommt einmal kurz mein Trailer und dann legen wir los. Als erstes nehmen wir uns unsere 3 Bananen, trennen die. Eine davon lege ich noch zur Seite. Das ist die, die hinter oben drauf kommt. Diese beiden Bananen werde ich jetzt pellen und dann werde ich sie musen. Und dann kommen sie schon mal in meine Schüssel. Man kann dafür immer diese super reifen, schönen Bananen nehmen. Die schmecken 1000-mal besser, haben viel mehr Zucker drin und geben viel mehr Aroma, als wenn ihr diese frischen, harten Dinger aus dem Supermarkt nehmt. Es muss auch nur so rudimentär hier gedrückt werden. Der Rest ergibt sich nachher eh in der Maschine, wenn wir es verkneten tun. Ich brauche 240 Gramm Haferflocken. Ich nehme die kernigen von Köln. Die sind glutenfrei. Da steht extra glutenfrei drauf. Kann man sich immer wieder drüber streiten. Habe ich in einem meiner letzten Videos ja schon mal gesagt, wie das ist mit den Haferflocken. Wenn die glutenfrei verarbeitet werden, also sprich alle Geräte vorher sauber gemacht worden sind, dann ist das kein Problem. Ich würde da eher auch 1 Euro mehr ausgeben, damit ich es wirklich dann auch glutenfrei habe. Ich habe mal eben meine groben Haferflocken, die 240 Gramm, in meinem Foodprozessor gemahlen und tue die jetzt in meine Schale. Unser Backofen muss jetzt auf Ober-Unterhitze 170 Grad vorgeheizt werden. Normalerweise macht man ja immer erst die trockenen Sachen und dann die nassen Sachen obendrauf. Jetzt habe ich blöderweise hier schon meine Haferflocken klein gemahlen und habe die hier schon in meiner Schüssel drin. Ich lasse die da jetzt aber drin. Ich tue da jetzt meine 2 Eier obendrauf, die ich brauche. Nummer 1. Ich habe es gesehen. Ich habe da ein bisschen Eierschale hingeschmissen. So, meinen Bananenmus tue ich jetzt ja auch schon hinein. Oh, das riecht so lecker. Ich tue jetzt mal eben hier 70 Gramm Butter zu. Wir verwenden Erythril als Zuckerersatz. Davon müssen wir einen guten gehäuften Esslöffel dort hinein tun. Ich habe hier noch gemahlenen Zimt. Den habe ich damals vom Gewürzmaster, da hatten wir eine Kooperation mitbekommen. Das ist ein indonesischer Zimt, der sehr stark im Geschmack ist. Der ist auch ein bisschen ölhaltiger. Davon nehme ich jetzt einen Teelöffel, den werde ich da auch mit hineintun. Das gibt einen sehr, sehr starken Geschmack. Geht auch natürlich auch mit normalem Zimt, ganz klar. Ich habe hier meinen Proteinpulver. Davon gebrauchen wir 60 Gramm. Das ist ein Protein, das ist komplett geschmacklos. Ich mache euch unten mal einen Link rein. Das ist bei mir halt so ein Löffel voll. 50 Gramm Haselnusskerne gemahlen brauchen wir auch. Und zu dem Proteinpulver, wer das natürlich nicht benutzen will, nimmt halt den Anteil mehr an gemahlenen Haferflocken. Ich habe jetzt hier glutenfreies, ich halte das mal so hin, da kann man es lesen, glutenfreies Backpulver. Ist sogar günstig. Davon brauchen wir 2 Teelöffel. An jedes Brot, an jede Süßspeise und sonst überhaupt ja sowieso brauchen wir ein bisschen Salz. Das tun wir jetzt da auch mit hinein. Und dann hat gleich meine Rührmaschine was zu tun. So, dann baue ich mal eben mir meinen Knethaken hier an meine Maschine. Heute ist nicht die von der Sisiru am Start, sondern ich habe heute wieder meine KitchenAid dabei. Die Sisiru-Maschine ist aber trotzdem ganz geil. Ich fand sie gut. Was ich halt wirklich gut fand, war, dass hier oben dieser Deckel drauf ist, dass da nichts rausspritzen kann und so. Oder auch nicht irgendwie, wenn man Kinder hat, die Kinder da reingreifen können. Finde ich schon ganz genial. An der Seite war ja dann noch eine Öffnung, wo man was dazu tun kann. Eigentlich gar nicht schlecht. Aber ich liebe trotzdem meine KitchenAid. Und jetzt wird's laut. Ich habe jetzt doch getauscht, weil der Knethaken nicht ganz so gut funktionierte, wie ich es gerne gewollt hätte.
Ich lasse das jetzt kurz rühren und dann muss ich den Teig noch mal so ein bisschen mit ein bisschen Milch einstellen, damit er die Konsistenz bekommt, die ich gerne haben möchte. Also ich tue da jetzt noch einen Hauch Milch zu, aber nicht so viel. Also diese 90 Milliliter, wie ich sie da jetzt im Rezept geschrieben habe, werden es mit Sicherheit nicht sein. Weil ich glaube, ich finde die Konsistenz jetzt schon ganz geil. Ich lasse das jetzt noch einen kleinen Moment rühren und dann werden wir mal unsere Backform vorbereiten. Wir haben so eine Silikonform, habt ihr ja schon ein paar Mal bei uns gesehen. Ich baue die jetzt mal eben schnell zusammen. Ich finde die immer noch genial. Ich mache euch mal unten einen Link rein, dann könnt ihr euch die ja ansehen. Wo ich hier gerade sowieso so am Labern bin und am Rumbauen. Alle, die uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns bitte. Wir würden uns extremst darüber freuen. Gebt uns ein Like. Habt ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen? Schreibt uns gerne einen Kommentar unten rein. Wir würden uns maximal freuen. Und ihr kriegt natürlich von uns selbstverständlich eine Antwort. Das ist ja wohl auch klar. Ich fülle den jetzt hier ein und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Jetzt nehme ich mir eben schnell meine reife, schöne Banane. Wenn ihr wüsstet, wie genial das hier riecht, durch diesen Teig, den wir da gemacht haben, mit diesen super reifen, schönen Bananen. Nicht so eine Banane wie die hier, die gerade frisch aus dem Laden ist, sondern wenn die hier schon mal so eine Woche gelegen hat, ist das natürlich richtig genial. Ich schneide diese Banane jetzt hier einfach mal auf, ohne mir in die Finger zu schneiden. Und natürlich auch nicht krumm und schief, hört man. Das sollten wir vielleicht auch mal lassen. Alter. Und dann nehme ich diese Banane und lege sie hier oben drauf. So rum oder andersrum? Eigentlich andersrum, ne? Ich lege es andersrum. So. Sehr genial. Die andere Bananenhälfte darf ich gleich essen. Und ja, dann kann er jetzt in den Backofen. Backofen ist vorgeheizt und wir tun unseren Bananen-Low-Carb Kuchen hier jetzt für ungefähr 50 Minuten rein. Sollte er uns oben zu braun werden, natürlich wie immer oben was drauflegen. Wir nehmen Backpapier, dann wird es nicht zu dunkel. Sind meine neuen Boxhandschuhe nicht toll? Nee, kann man nicht mit boxen. Quatsch. Ich will jetzt meinen Bananenkuchen hier rausnehmen. Oh, es sind ja zwei geworden. Wie witzig. Guck mal, Schatzi. Es sind zwei Bananenbrote geworden. Nummer 1 und Nummer 2. Das sieht gut aus, ja. Unsere Bananenbrote waren jetzt 55 Minuten drin. Wir hatten das abgedeckt, damit die Banane schön hell bleibt und uns nicht verbrennt. Und ich mache jetzt einfach mal die Form auf. War vorsichtig. Sieht doch genial aus, oder? Ich finde, das sieht gut aus. Ein schönes Bananenbrot. Ohne Zucker. Glutenfrei. Low Carb. Kein Mehl. Ja, wunderbar. Ich kann das jetzt nur nicht anschneiden, weil es ist so heiß, dass das leider nicht geht. Aber ich werde es euch jetzt einmal einblenden. Das war unser Video zu unserem Bananenbrot. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es werden jetzt ganz viele Low-Carb-Rezepte nacheinander hier abgespult werden. Ich werde versuchen, jetzt auch meine Geschwindigkeit hier zu erhöhen, sodass wir so 2 bis 3 Videos in der Woche haben. Wir haben schon ganz viele Rezepte uns zusammengesucht. Ich habe ganz viele Zutaten mir besorgt, um halt einfach vom Mehl auch wegzukommen. Und ja, ich glaube, unser Brot ist ganz geil geworden. Unten drin habe ich wieder die Einkaufsliste in der Description Box. Da könnt ihr einfach draufklicken. Dann könnt ihr euch die auch, ist ein PDF-File, das könnt ihr euch dann auch ausdrucken. Steht auch genauso drin, wie man es machen muss. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Ach so, ich mache noch mal ein bisschen Werbung für die Segeljungs. Da oben findet ihr den Link dafür. Coole Typen, segeln gerade nach Indonesien, schöne Serie, vielleicht guckt ihr die auch ganz vom Anfang, sind ganz viele Einzelteile, passiert irre viel, echt klasse.
Könnt auch beim Shop von dem vorbeischauen. So, Schluss mit meiner Werbung für einen anderen Channel. Schatz, hast du noch irgendwas? Nee, bis nächste Woche. Alles klar. Ja, dann sagen tschüss. Tschüss. Und Frank vom Footblock Hamburg. Tschüss, tschüss.